Wir hatten uns den bipolaren Transistor ja schon im zweiten Teil angeguckt. Jetzt geht es um eine weitere Transistorenart, und zwar der unipolare Transistor. Den unipolaren Transistor heißt deswegen unipolar, weil der Stromfluss lediglich nur noch entweder durch einen N-Kanal durchgeht oder durch einen P-Kanal durchgeht. Die Transistoren werden leistungslos angesteuert. Das hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem bipolaren Transistor, wo wir immer gesagt haben, dass wir da einen hohen Basisstrom brauchen, sodass wir den Transistor an dieser Stelle dann durchsteuern können. Das brauchen wir nicht. Hier reicht eine anliegende Spannung aus. Das heißt, es eröffnen sich neue Möglichkeiten, zum Beispiel, dass wir mit einem Automatisierungsgerät das Ganze ansteuern, wo wir, ich sag mal, nicht so hohe Ströme zur Verfügung haben, oder eben halt mit einem Mikrocontroller, wo wir an den Ausgängen auch nicht so hohe Ströme zur Verfügung haben, dass wir große Leistung beim bipolaren Transistor durchsteuern können. Dadurch, dass wir die hier mit Spannung dementsprechend durchsteuern, ist das Ganze wesentlich besser zu machen. Wir schauen uns heute zwei Arten der unipolaren Transistoren an. Das ist einmal der sogenannte JFET, Junction FET oder Sperrschichtfeldeffekt-Transistor, und zum zweiten den MOSFET, allgemein auch IGFET genannt, isoliertes Gate, Feldeffekt-Transistor. Den gibt es als selbstleitend, das haben wir bei den Transistoren bisher noch nicht gehabt, oder eben halt als selbstsperrend Transistor. Schauen wir uns nun den JFET an. Der JFET verfügt über drei Anschlüsse. Das sind die Anschlüsse für die Leistungssteuerung. Das ist der mit D gekennzeichnet, Drain, oder S gekennzeichnet mit Source. Und ein Steueranschluss G, das Gate, wo wir dementsprechend eine Steuerspannung anlegen gegen S und können den dann leitend oder sperrend steuern, ansteuern. Oder eben halt hochohmig oder niederohmig. Den gibt es, hatten wir vorhin erläutert, als N-Kanal, so wie wir ihn hier sehen. Das kann man aber auch am Schaltzeichen erkennen, dass der Pfeil in dieser Richtung auf das Bulk hier zeigt und wir hier eine Endzone haben. Deswegen hier N-Kanal, und P-Kanal wäre die Ansteuerung hier über den Gate. Oder als P-Kanal, dann hätten wir hier die umgekehrte Richtung des Pfeils. Das heißt, das offene Ende wäre zum Balk hin, deswegen dann eben halt P-Kanal, und das zugespitzte wäre dann hier, dass hier der Endkanal wäre. Wir haben hier im Steuerbild, können wir sehen, dass wir einmal hier den Strom ID haben, der über den Balk drüber fließt Richtung Source, die Steuerspannung UGS von Gate Richtung Source und eine Schleusenspannung UDS, die zwischen Drain und Source. Schauen wir uns nun an, wie der Junction-FET arbeitet. Wir hatten im ersten Teil mit den Ionen gesehen, wenn wir einen PN-Übergang haben, dass die Elektronen hier rübergezogen werden und sich hier eine negative Schicht ausbildet und eine positive Schicht im N-Kanal, die sogenannte Sperrzone. Legen wir jetzt an der P-Schicht hier eine negative Spannung an, so erweitert sich die Sperrzone, und zwar in beiden Richtungen. Das heißt, dieser Kanal, der dazwischen noch groß war, wird mit zunehmender negativer Spannung am Gate immer kleiner, so lange, bis dass wir nachher hier keine leitende Schicht mehr. Das können wir hier an dem Diagramm unten sehr schön sehen. Mit zunehmender negativen UGS-Spannung hier wird der Drainstrom immer kleiner. Und im Sättigungsbereich nützt auch keine ansteigende UDS-Spannung mehr was, sondern der Strom bleibt relativ konstant in diesem Bereich. Typische
Anwendungsfälle für den JFET. Er wird in Verstärkerschaltung verwendet oder zum Beispiel als Schalter verwendet in der Leistungselektronik. Beim P-Kanal wäre hier in der Mitte der P-leitende Bereich und der N-leitende Bereich wäre hier zur Ansteuerung her. Da müssen wir nur einmal die Steuerspannung umdrehen und wir erzielen hier dasselbe Ergebnis. Das heißt, der N-Kanal wird positiv angesteuert und wird dann ebenfalls von selbst leitend, geht dann in Schauen wir uns jetzt den MOSFET an. Der MOSFET hat dieselben Steueranschlüsse wie der JFET, Source, Gate und Drain, wobei der Source nochmal mit den Balken im unteren Bereich verbunden ist und der Gate-Anschluss an dieser Stelle ist hier durch eine Isolierschicht vom Balk getrennt. Siliziumoxidschicht, das haben wir hier in beiden Fällen. Das heißt, der hat keine leitende Verbindung mit dem Balk. Wir sehen hier auf der linken Seite einmal den selbstsperrenden. Das kann man am Steuerbild sehr schön sehen. Da sind hier oben die Leitung unterbrochen zwischen Source und Drain. Deswegen ist er selbstsperrend hier. Wir haben hier PN-Übergänge an der Stelle. Kann man auch sehr schön sehen. Hier baut sich im Teil die Sperrschicht auf und im Normalfall kann hier kein Strom drüber fließen. Beim selbstleitenden haben wir hier zwischen Source und Drain unten rechts, können wir erkennen, ist eine durchgezogene Linie. Die gibt an, dass der Ganze selbstleitend ist. Und hier kann man auch schön dann den P-Kanal sehen an der Stelle, ähnlich wie wir es gerade bei Yangshan gesehen haben. An dieser Stelle ist er selbstleitend und sobald wir hier eine Source-Drain-Spannung anliegen haben, fließt hier drüber auch ein Strom. Woran erkennen wir, ob es ein N- oder P-Kanal ist? Das kann man wieder hier an diesem Pfeil erkennen. Die spitze Richtung ist N. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten N-Kanal und auf der anderen Seite haben wir den Pfeil in der anderen Richtung. Das heißt, hier haben wir sozusagen den Plus, wie wir es von der Diode her kennen, und wir haben hier einen P-Kanal. Das heißt, es gibt vier Typen von MOSFETs, N- und P-Kanal und selbstleitend und selbstsperrend. Gehen wir zum selbstsperrenden N-Kanal. Wir hatten gesagt, im Normalfall liegt hier eine Sperrschicht an und er ist nicht von Source nach Drain leitend. Was müssen wir tun, dass der leitend wird? Wir geben hier auf dem Gate eine positive Spannung an. Was machen wir dann? Wenn hier eine positive Spannung anliegt, haben wir hier ein elektrisches Feld, was sich bildet in diesem Bereich und die Elektronen werden aus dem Balk nach hier oben hin angezogen und wir haben hier freie Ladungsträger in diesem Bereich. Die Sperrschicht baut sich ab und wir können dann hier mit der Größe der Sperrschicht steuern, ob er nur ein wenig leitet oder mehr leitet, im Prinzip so, wie wir es vom bipolaren Transistor auch kennen, als verstellbaren Widerstand oder eben halt als Schalter, eben halt sehr hochohmig, als offenen Schalter und sehr niederohmig. Beim selbstleitenden mache ich das umgekehrt. Ich lege das elektrische Feld so an, dass wir die Ladungsträger aus diesem Bereich abziehen, dass wir hier quasi unsere Schicht immer dünner wird an der Stelle, solange bis das MOSFET hochohmig ist. Das nennt man dann auch Verarmungsdruck. Dadurch haben wir auch die Begriffsbezeichnung, wieso Feldeffekttransistor, eben halt hier durch das elektrische Feld kann ich diese
Transistoren leistungslos ansteuern, was dementsprechend dann relativ einfach geht, wie gesagt, mit Automatisierungsgeräte oder mit Mikrocontroller. Ich brauche nur eine Spannung anlegen und kann dann mit dem Transistor hier arbeiten an der Stelle. Ich muss aufpassen, dadurch, dass ich hier diese Transistor nur mit einem Feld ansteuere, muss ich immer dafür sorgen, dass das Feld auch nachher wieder freigeräumt werden kann. In der Regel habe ich dann nochmal einen gate-hochohmigen Widerstand nach Masse hingeschaltet, sodass wir die Ladungsträger dann darüber abfließen können. Ansonsten habe ich das wie einen geladenen Kondensator. Das ist schlecht an der Stelle, würde der weiter öffnen oder schließen, obwohl ich hier eigentlich die Ansteuerung hier geändert habe. Ich kann hier unten sehr schön nochmal sehen, das Verhältnis zueinander. Das heißt, mit steigender UGS-Spannung habe ich beim selbstsperrenden N-Kanal erhöht sich mein Strom-ID, mein Laststrom, oder eben halt hier mit negativer Ansteuerung von UGS beim P-Kanal habe ich ebenfalls mein ID, dass er dementsprechend steigt. Die Anwendung ist hier genauso wie bei allen anderen Transistoren auch als Verstärker, was wie gesagt ein sehr großer Vorteil ist. Er ist auch sehr schnell schaltend, dadurch, dass er mit dem Feld angesteuert wird. Er wird auch im Lastschalter verwendet, im unteren Bereich, zum Beispiel für Ansteuerung von Gleichstrommotoren. Ist ein sehr, sehr häufiger verwendeter Transistor. Wir haben zum Beispiel in Verstärkern vom HiFi-Bereich werden diese MOSFETs verwendet. Da gibt es also ganz, ganz, ganz viele. Wir haben ja auch bei Konstanzstromquellen, das ebenfalls hier mit einem einzelnen Widerstand wunderbar eine Konstanzstromquelle gebaut werden kann. Die kann ich dann nehmen, um zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus zu laden oder andere. Ein Nachteil hat der MOSFET oder die Feldeffekttransistoren gegenüber den bipolaren Transistoren. Sie haben eine höhere Spannung SD. Das hat zum Teil zur Folge durch die höhere Spannung, die er anlegt, dass wir eine höhere Leistung, Verlustleistung am Transistor anlegen haben. Da ist der bipolare Transistor besser. Der befindet sich im 1,1 Volt Bereich, 2 Volt Bereich und bei den MOSFETs befinden wir uns im 2 Volt Bereich oder enthalten. Diesen genannten Eigenschaften, leistungslose Ansteuerung mit dem Nachteil eine höhere UDS-Spannung an dieser Stelle, kann ich verbinden mit dem Nachteil des bipolaren Transistors. Ich brauche hier einen Strom, um ihn anzusteuern, habe dafür eine geringere UCE-Spannung. Das Ganze hat man dann als ein Bauteil kreiert, um eben halt die Verlustleistung hier zu senken, aber keine Ansteuerleistung zu benötigen. Und das Ganze nennt man hier IGBT, isoliertes Gate, bipolarer Transistor. Also eine Zusammensetzung aus Feldeffekt auf der Ansteuerseite her und bipolaren Transistor auf der Lastseite her. Für hohe Last und schnelles Schalten ist das ein ideales Bauelement. Wir finden es sehr häufig wieder im Wechselrichter, um positive oder negative Spannung auf den Ausgang des Wechselrichters zu schalten, für Ansteuerung von Motoren. Und das Ganze können wir hier auch verwenden bis im hohen kW-Bereich rein. Bauteil, was in Millionen von Frequenzumrichtern hierfür benutzt. Ist auch ein reines Gleichspannungsbauteil. Schön kann man hier im Schaltzeichen nochmal erkennen, dass wir hier eben halt die Trennung von Gate zu der Lastseite her haben. Und hier können wir schön erkennen vom bipolaren Transistor, das ist diese Seite hier, wie das hier im Lastbereich eingefügt worden ist. Absolut geniales Bauteil. Ist aus der Leistungselektronik nicht mehr wegzudenken. Genauso wie der Thyristor, die Dioden und GTOs, MOSFETs. Ja, damit wären wir auch schon am Ende. Wir haben uns im Schnelldurchgang die Halbleiter-Leistungsbauteile angeschaut, die es gibt, haben uns grob angeguckt, wieso die funktionieren und was man tun muss,
um sie dementsprechend anzusteuern, dass sie eben halt durchschalten können. Das ist das, was man in der Leistungselektronik meist macht, durchzuschalten. Verwende ich die als verstellbarer Widerstand, habe ich eben halt das Problem, dass ich immer hohe Spannung über den Halbleiterbauteil anliegen habe, hohe Spannung und hohe Ströme ergeben, hohe Leistung. Und die Verlustleistung lassen mir dann meine Halbleiterbauteile abrauchen. Deswegen bei höheren Leistungen ab mittleren bis hohen Wattbereich steuere ich die meist so an, dass ich die alle als Schalter verwende, die wir uns hier angeschaut haben. Das werden wir uns in den nächsten Videos angucken, wenn wir über Ansteuerungsarten dann für verschiedene Motoren sprechen, wie das Ganze dann funktioniert. Das sollte nur ein Schnelleinstieg sein an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich wünsche euch eine gute und erfolgreiche Zeit.